Hey Leute, heute ist einfach mal Freitag der 13. Ihr seht es hier, ich bin hier gerade am iPhone und im Kalender steht es Freitag der 13. Ihr wisst es, es ist der Tag des Pechs bzw. der Tag des Unglücks und an Freitag dem 13. passieren immer schreckliche Dinge. Und ich habe mir die Frage gestellt, was passiert, wenn ich an Freitag dem 13. einen Account in Brawl Stars erstelle? Ich habe das Ganze schon einmal gemacht, vor ungefähr anderthalb Jahren, Leute, und es sind unfassbare Dinge in diesem Video wirklich passiert und ich wollte das Ganze jetzt nochmal nachprüfen, weil es ist sehr, sehr selten, dass es einen Freitag, den 13. gibt, Leute. Und ich würde sagen, wir starten jetzt zusammen Brawl Stars und schauen, was passieren wird, Leute. Oh mein Gott, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, es wird nichts Schlimmes. Lasst schon mal ein Like da unten, kostenlos Abo, Leute. Und wir starten jetzt zusammen Brawl Stars. Oh mein Gott, Digga. Ich höre jetzt schon, Digga, ganz komische Musik, Digga. Digga, was haben die überhaupt für Augen, Bro? Warte mal kurz. Das sind doch nicht die normalen Augen von SpongeBob, oder? Sandy unten hat irgendwie so gar keine Pupillen, Bro. Warte mal, und Mr. Krabs hat auch so rote Augen, oder? Warte mal, Plankton ist normal. Ich glaube, Thaddeus ist auch normal, Leute. Patrick auch, oder? Hä? Digga, das ist maximal gruselig, Leute. No joke. Warte mal, ist das irgendwie so immer? Keine Ahnung. Ich drücke jetzt einfach auf ohne spielen, Leute. Und wir schauen, was passiert. Okay. Hä? Im Loading-Screen ist das komplett normal, Digga. Was? Okay, naja, wie auch immer. Okay, Leute, sammle alle Powerwürfel. Wir sind ganz normal im Tutorial, okay? Mir fällt hier jetzt erstmal noch nichts auf, aber... Was? Oh mein Gott, was ist das für eine Nachricht oben, Digga? Hä? Digga, und wie sieht Shelly überhaupt aus, Bro? Digga, die hat so rote Augen schon wieder. Hi, ich bin Shelly. Sammle alle Powerwürfel. Hä, und dann... Das sieht ganz komisch aus, Leute. Okay, egal. Ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach mal. Digga, hier liegen auch schon so Knochen an der Seite, Bro. Und hier liegen so Schädel, Mann. Ist das normal? Das liegt doch da normalerweise nicht, oder, Leute? Warte mal, hier liegen einfach so Knochen, Digga. Hier ist irgendwas passiert, glaube ich. Das ist doch nicht normal, dass da hier so Knochen und sowas liegen, Digga. Warte mal, hier seitlich, Leute. Wir sehen hier seitlich liegt so ein Ticket auf dem Boden. Hä? Kann ich da durchlaufen? Nee, ich kann... Okay, hier kann ich nicht durchlaufen, Leute. Ich muss das auch mal auf der anderen Seite abchecken, ob ich da durchlaufen kann. Zu dieser Laterne. Digga, das sieht ganz komisch hier gerade aus. Okay, nee, da kann ich auch nicht durchlaufen. Na gut, okay. Was ist das für eine Nachricht, Bro? Da steht mein Name, Mann. Woher wissen die, wie ich heiße? Hä? Da liegen schon wieder so Knochen, Digga. Woher weiß das Game, dass ich Lukas heiße, Bro? Digga. Wissen die das von meinem anderen Account oder was? Bro, Digga, diese Nachrichten, ne? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll zu diesen Nachrichten. Das ist ehrlich hart gruselig. Oh mein Gott, okay, Leute. Das ist crazy. Oh, Digga. Egal, ich ignoriere es jetzt einfach und ich mache das Tutorial weiter. Irgendwas ist an Freitag, dem 13., Leute. Ich sag's euch ehrlich, irgendwas ist hier in diesem Game. Okay, willkommen bei Brawl Stars. Wie lautet dein Nickname? So, Freunde, jetzt ist die Frage, ne? Soll ich jetzt irgendeinen bestimmten Nickname machen? Ich habe das schon mal genauso gemacht, die 13, ne? Ich mache jetzt einfach die 13. So, Leute. Okay, hier sieht erstmal alles normal aus. Und wer sich erinnert, in dem letzten Teil war das so, wenn man als Alter 13 eingestellt hat, dann haben sich Bee und damals war es, glaube ich, Gale rechts, warum auch immer. Bee und Gale hatten sich richtig krass verändert. Aber nur bei dem Alter 13. Deswegen, wir testen das jetzt einmal hier auch aus. Okay, warte mal. Hier ist alles normal. Leute, ihr seht das. Alles normal. Okay, und jetzt ist die Frage, passiert das immer noch, wenn ich auf 13 den Regler schiebe, dass sich die Brawler verändern? Und... Ah! Was? Bro! Digga, Bee bekommt diese roten, gruseligen Augen. Was? Und Dynamite sieht irgendwie so aus, als ob er Schmerzen hätte, Digga. Alter, der hat so die Augen so zusammengekniffen und schaut so, als ob er Schmerzen hat, Digga. Und irgendwie ist sein Mund falsch rum. Der hat irgendwie diese Zähne unten und die Zunge, die ist auf der falschen Stelle. Oh mein Gott. Okay, das ist crazy, Digga. Ich sag ehrlich, das ist crazy. Okay, Leute, also auf jeden Fall, die Musik ist wieder ganz komisch hier, ne, im Spiel. Ihr hört das. Also die Sounds sind normal, aber die Musik hört sich ganz, ganz komisch an. Irgendwie stimmt hier irgendwas nicht, Leute. Die Map sieht erstmal hier ganz normal aus. Also das ist die normale Tutorial-Map, sage ich jetzt einfach mal, nachdem man das Tutorial gemacht hat. Die Showdown-Map, die dann kommt. So eine Art Minimap.
Das ist so ein bisschen einfacher, als sich zu orientieren für neue Spieler. Das ist ganz normal hier. Die Gegner spielen eigentlich auch ganz normal. Jetzt bin ich mal gespannt, was gleich passiert, nachdem wir diese Runde fertig gemacht haben, Leute. Und wenn wir dann ins richtige Game reingehen. Und ich würde sagen, okay, wir haben die Runde auf jeden Fall abgeschlossen, Leute. Und wir sind Erster. Wir drücken auf Verlassen. Okay, und was sehen wir jetzt hier? Hä? Es ist einfach... Wir haben eiskalt 666 Bling, 666 Münzen und 666 Gems. Hä? Bro, und wieso ist Brawl Ball unten ausgewählt? Hä, das geht nicht. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt in Showdown reingehen, aber irgendwie verwirrt mich das alleine mit den Juwelen schon extrem, muss ich sagen, Leute. Aber naja, gut, ich würde sagen, wir gehen in die richtige Showdown-Runde rein und schauen mal, was passiert, Leute. Okay, Leute. Bro, warte mal, was ist hier los mit den Farben, Bro? Oh mein Gott, hier sind so die Farben so ganz komisch. Leute, ihr merkt das, ne? Das ist irgendwie so umgekehrt, Digga. Alter, Junge. Das ist anders komisch. Es laggt auch ultra, als ob ich so auf irgendwelchen ganz komischen Servern spiele. Also normalerweise, also ein bisschen Lags habe ich manchmal, aber nicht so schlimme. Okay, das ist ganz seltsam, Leute. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert, nachdem wir diese Runde fertig gespielt haben. Aber die Farben sind hier, wie gesagt, ganz, ganz komisch, Leute. Alter, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Oh! Digga, hier waren Minen. Okay, okay. Jetzt nochmal hier den Kollegen einmal killen. Ich mach's einfach mal, komm. Ich werde die Runde eh gewinnen. Ich mach jetzt mal die Ulti auf die Kisten, dass ich die schnell kriege. Okay. Ja, komm, gegen die Ems gewinnen wir auf jeden Fall safe. Oh, warte mal. LOL! Ich glaube, ich hab nicht mal gewonnen, oder? Ich bin einfach Platz 2 geworden. Das war's komplett. Aber komm, die Farben waren auch richtig komisch in der Runde. Das hat mich sehr verwirrt. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was jetzt passiert, Leute. Wir gucken jetzt mal vielleicht hier in den Shop als erstes oder so, in den Brawler. Hä? Was? SpongeBob.exe will dich als Freund hinzufügen. Was? Okay, wir haben jetzt mal akzeptieren gedrückt. Warte mal. Ich habe jetzt schon eine Freundschaftsanfrage bekommen. Okay, warte mal. Jetzt habe ich hier irgendwie einen Freund. Digga, der ist auch gerade online. SpongeBob.exe. Geh mal auf sein Profil, Digga. Wer ist das denn jetzt? SpongeBob.exe666. What the hell, Bro? 50 Brawler? Ist das so ein Bot-Account oder was? Digga, total random. Ist das safe so ein Bot-Account? Alter, der hat ja alle legendären Brawler, Mann! Hä? Komplett krank. Na gut, okay. Würde sagen, gehen jetzt erstmal hier. Digga, was ist mit Shelly los? Oh mein Gott, Shelly ist geisteskrank gruselig, Bro. Digga, der hat schon wieder diese Augen. Bro, was ist denn los mit... Digga, was ist los mit Brawl Stars? Digga, also ich check wirklich nicht, was hier abgeht, muss ich sagen, in Brawl Stars, aber... Oh mein Gott, da kommt eine Einladung von SpongeBob.exe. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich annehmen drücken soll, aber komm, wir machen es einfach mal. Hä? Digga, der hat Thaddeus Mortis einfach schon. Wie random. Wer ist das, Digga? Ich check das nicht. Wer hat mich hier geedit, Bro? Einfach so random. Vor allem auch an Freitag, dem 13. Oh mein Gott. Okay, er schreibt. Oder sie. Man weiß ja nicht. Okay, die Person schreibt, Leute. Hä? Guck mal. Du hast einen Fehler gemacht? Hä, wie? Ich habe einen Fehler gemacht. Wieso? Wer bist du? So, Leute. Okay, die Person schreibt schon wieder. Digga, die hat noch gar nicht gelesen, was ich geschrieben habe, die Person. Vor allem auch Thaddeus Mortis, Bro. Du hast einen riesigen Fehler gemacht. Oh nein, oder? Warte mal. Wieso? Was ist los? Warte, schreibe ich jetzt einfach nochmal hier, Leute. Oh mein Gott, Leute. Ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Alter, hä? Heute ist Freitag, der 13. Oh mein Gott. Okay, ich schreibe mal so... Ja, ich weiß. Wer bist du? Oh mein Gott. Okay, Leute, die Frage ist jetzt, wer ist die Person? Dein größter Albtraum? Bro, ey, das ist doch ein schlechter Scherz jetzt hier, oder was? Ich schreibe jetzt einmal so, chill mal. Ich hab nur einen Account erstellt. Lass mich in Ruhe. Okay, mal schauen. Oh mein Gott, Leute. Dafür ist es zu spät. Ich lade dich ein. Hä? Okay. Leute, dann gehe ich jetzt erstmal hier raus auf jeden Fall. Mal gucken, was passiert. Ey, Leute, schau doch mal. Bei mir steht einfach bei online kein Name dabei. Jetzt hier gerade rechts unten. Ne? Sieht das irgendwie so komisch aus. Online, da steht gar kein Name. Und oh, da kommt die Einladung. Was? Juwelenjagd?
Das ist gar nicht Juwelenjagd. Das ist Showdown. 666 heißt die Map. Und er hat direkt auf bereit gedrückt, Leute. Was ist das denn? Bro, das ist gruselig, Bro. Da steht so eine 666 aus Büschen. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Digga, was will der von mir? Okay, Leute. Also, die Person steht jetzt irgendwie einfach nur ganz random da. Was ist das für ein Pin, Digga? Den habe ich noch nie gesehen. Das ist so ein gruseliger SpongeBob-Pin. Digga, was ist das für ein Pin? No joke. Okay, Leute, das ist gerade irgendwie ganz gruselig. Er tötet mich, Digga. Ey, Mann. Bro, was ist das für jemand? Bro, der macht mir gerade ultra Angst, Digga. Ey, Leute. Oh mein Gott, Bro. Ich bin ein bisschen verstört. Also diesen Pin habe ich no joke noch nie gesehen. Das war so ein Horror-SpongeBob oder so. Digga, den gibt's ganz safe nicht in Brawl Stars. Ganz, ganz safe. Bin ich mal gespannt, was die Person jetzt gerade schreibt. Okay, warte mal. Wir gehen jetzt Chatfenster, Leute. Hä? Ich bin dein Untergang. Du wirst nie wieder BS spielen können. Hä? Digga, ist die Person Hacker oder was? Leute. Digga, ich habe gerade richtig Angst. Was habe ich dir getan? Okay, Leute, die Person schreibt schon wieder, Bro. Oh, ich weiß nicht, Digga, was ist das denn aber auch? Du hast den Kluch ausgelöst. Was ist der Kluch, Leute? Okay, ich schreibe das jetzt mal. Was ist der Kluch? Leute, Digga, was ist das denn, Mann? Was habe ich ausgelöst? Okay, Leute, jetzt schreibt die Person wieder. Ich musste gerade irgendwie 2-3 Minuten warten, weil irgendwie ist gerade nichts passiert. Also ich sage euch, irgendwas geht hier ab, was ganz komisch ist. Der Kluch ist der größte... Was? Fluch in Brawl Stars? Hä? Hä, Digga, was ist denn der Kluch, Mann? Das check ich nicht, Digga. Geh jetzt auf News in Brawl Stars. Auf News? Okay, Leute, ich drück mal auf News. Okay, hier sind ganz normal diese Videos. Da ist auch eins von mir zum Beispiel. Und bei News oben steht eine 1, Digga. Okay. Warte mal. Was ist das denn da rechts oben? Was ist das denn für ein Video? Irgendwas mit SpongeBob Schwammkopf? Video. Okay, wir drücken mal drauf. Jetzt startet hier so ein Video. Warte mal, SpongeBob schläft hier einfach. Wer ist das denn? Das ist Horror SpongeBob! Larry? Gee, Larry, you've really let yourself go! Bro, okay, Leute, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. Das muss ich jetzt hier zensieren. Horror SpongeBob! Bro, was geht hier ab? Horror SpongeBob ist wieder weg. Okay, Leute, das konnte ich euch jetzt auch nicht zeigen hier. Oh mein Gott, mein Handy ist mir sogar aus der Tasche gefallen, Digga. Why does this keep happening to me? Digga, was ist das? Was ist das? For me? How sweet. Okay, das ist Sandy, Leute. Das ist mir zu viel. Ich gehe jetzt in Brawl Stars zurück. Alter, war das gruselig, Bro. Oh mein Gott, das wird mir langsam wieder zu viel. Ich schreibe der Person schnell wieder mal. Bitte, wie kann ich den Fluch brechen? Oh mein Gott, Bro, das ist mir viel zu viel schon wieder hier alles, ey. Du musst Brawl Stars für immer löschen? Warte mal, das kann ich nicht machen. Ich bin Brawl Stars YouTuber. Das ist mein Lieblingsspiel, Mann. Digga. Digga, okay, die Person schreibt, ich kann doch Brawl Stars nicht löschen, Leute. Bruder, du gewinnst gegen mich im 1 versus 1. Ja, das kriege ich schon hin. Okay, wir machen... 1 versus 1. Okay, Leute, das muss ich eigentlich hinkriegen. Du wirst untergehen nochmal. Digga, okay, Leute, wir gehen jetzt ins 1 versus 1. Ich krieg das hin. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im 1 gegen 1. Und... Oh mein Gott, der hat schon den SpongeBob-Skin.
Digga, der hat mich gekillt, Mann! Okay, Leute, ich muss unbedingt das 1 vs 1 jetzt gewinnen. Ich habe immerhin den einmal schon gekillt hier. So. Oh mein Gott. Ja, okay, let's go. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh nein! Nein! Oh mein Gott, ich darf das nicht verlieren, Mann! Oh mein Gott, 16. Oh mein Gott, ich müsste noch einmal killen, sonst habe ich verloren. Oh mein Gott, 16. Oh mein Gott. Komm mal, ich müsste noch einmal killen, dann hab ich, sonst habe ich verloren. Und? Nein, nein, nein! Übrigens, Leute, das Video hat nur zur Unterhaltung gedient. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß und habt euch ein bisschen gegruselt. Bis dann. Ciao, ciao.